Ja, moin, wie das mal in der Werkstatt. Heute geht es um ein kleines Thema der Sicherheit, möchte ich sagen. Ihr kennt ja meine alte Dame hier, mein altes Schätzchen von Altendorf. Da gibt es so ein paar Dinge, die ich ändern muss oder möchte, besser gesagt. Und zwar, ich trinke meinen Tee. Tee, sage ich. Ihr guckt wahrscheinlich komisch. Das ist Pfefferminzblätter mit zwei Scheiben Ingwer. Sehr lecker. Mache ich immer so. Pfefferminz kostet nichts. Und eine kleine Blume, wo zig Blätter dran sind, kostet 2,29 Euro. Und von daher ist das gesünder, als wenn man sich was anderes nimmt. So, was möchte ich machen heute? Und zwar möchte ich meine Altendorf mal wieder ein bisschen modernisieren. Oder wieder ein bisschen in Schuss bringen, muss man sagen. Ich hoffe ja immer noch, dieses Gewinnspiel von Altendorf zu gewinnen. Da kann man ja bis zum 30.08. teilnehmen. Das ist übermorgen. Und ich hoffe, dass ich vielleicht gezogen werde und der Glückliche bin, der eine neue Altendorf gewinnt. Aber ich glaube nicht. Was möchte ich machen? Einige haben ja so ein älteres Schätzchen wie ich auch. Und ich liebe sie wirklich. Und sie ist aber nun wirklich in die Jahre gekommen. Und hat natürlich seine Verschleiß Anzeichen jetzt auch mittlerweile. Ich glaube, die ist schon über 35 Jahre alt, dieses kleine Schätzchen, und hat jetzt auch dementsprechend Verschleiß. Und zwar möchte ich euch kurz zeigen, darum ist es auch bei diesen Maschinen so gemacht worden. Ja, das findet man auch an neuen modernen Maschinen so, dass halt gewisse Teile austauschbar sind, wenn die beschädigt werden. Und das passiert ja in der Regel häufig, wenn man auch vor allen Dingen industriell die Maschinen benutzt, also viel täglich, viel Holz schneidet. Viel Benutzung ist auch viel Abnutzung, und das hat man hier natürlich auch. Und hier bei meiner Säge ist hier halt so ein Abnutzungsholz, möchte ich mal sagen, ich zeige es euch sofort, mit montiert. Das heißt, dieses Stück hier ist austauschbar, dieser Streifen Holz. Wie ihr seht, ist der da komplett schon so ramponiert, dass kleinere Stücke da den Weg reinfinden könnten, und das darf natürlich nicht sein. Ich drehe mal das Sägeblatt ganz hoch. Soll eigentlich eine gerade, vernünftige Kante sein, so dass sie halt rechtwinklig abschließt und nicht so aufgerissen, so keilförmig, wie wir sie jetzt hier sehen. Das sollte so natürlich nicht sein. Wenn man das Sägeblatt ganz hoch dreht, sollte sozusagen hier das Ganze auch rechtwinklig schließen, so nah wie möglich am Sägeblatt natürlich, so dass man da verhindert, dass da kleine Stücke beim Schneiden da den Weg reinfinden und durch das Sägeblatt nach unten gerissen werden. Ja? Das möchte ich heute austauschen. Dieses Stück sind drei Hölzer. Das erste geht von hier bis nach da, das zweite von da bis kurz hinter dem Sägeblatt bis da, und das letzte geht dann also bis nach hinten durch. Das sind also drei Stücke. Wie man sieht, habe ich hier sehr großen Abstand. Hier sind es mittlerweile 8 mm zum Tisch hin. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Hier hinten ist es, hier vorne ist es weniger. Da liegt es also fast mit dem Schiebeschlitten parallel. Das sind höchstens 2 mm. Und so möchte ich es hinten natürlich auch haben. Auch beim Schneiden von schmalen Leisten, also ziemlich nah am Anschlag, kann es sein, wenn ich die Leiste jetzt schneide, wenn wir jetzt mal von dem Zollstock ausgehen, kann sie hier verschwinden. Ihr seht schon, so eine schmale Leiste kann hier reinfallen. Das kann natürlich Gefahrenpotenzial bedeuten. Und wenn man eine Leiste schneidet, was mal vorkommt, ich habe hier so eine schmale Leiste, sowas zum Beispiel, die man dann auch behalten möchte. Und wenn man die jetzt hier am Anschlag vorbeischneidet, kann die natürlich den Weg da reinfinden und verschwindet. Ja? Und das soll natürlich nicht sein. So kommt sie vorne wieder ans Sägeblatt, würde Brandspuren bekommen und sie wäre auch nicht durchgehend so sauber. Entschuldigung. Ja, nochmal. Und darum möchte ich hier hinten, also das letzte Stück, dieses hier wieder dicker machen, so damit es auch wirklich 2 mm an dem Schiebeschlitten anliegt und nicht so weit wie jetzt. Das wäre also jetzt mein heutiges Vorhaben. Also wir
tauschen diese drei Stücke aus, werden die gegen neue austauschen. Hier hinten werden sie ein bisschen breiter, da vorne werde ich dieselbe Breite übernehmen, aber hier vom Sägeblatt, damit wir auch dieses Ausgerissenere wegkriegen hier. Und das ist auch schon ziemlich groß, ist sicherlich mehr als 10 mm. Das passiert einfach durch den Gebrauch und durch das Reißen der Sägeblatt nach unten, möchte ich sagen, kann es kommen, dazu kommen, dass das hier so langsam wegfetzt, wegfrisst, wie man es nenne. Hier habe ich mittlerweile schon 11 mm an der breitesten Stelle. Das ist natürlich schlecht. Großes Potenzial, dass da kleine Leisten also den Weg hineinfinden, und das wollen wir natürlich verhindern beim Schneiden. Das soll nämlich nicht sein, und von daher werde ich mich heute mal wieder ein bisschen um die Sicherheit in meiner Werkstatt kümmern. Freue ich mich auch drauf. Was für ein Holz werde ich nehmen? Natürlich ein sehr hartes, wäre super geil. Ich habe zwar noch Bongossi liegen, aber das ist so knüppelhart. Das wäre perfekt, aber leider ist es nicht breit genug. Ich habe da eine Leiste von Ralf Schröder geschenkt gekriegt. Die ist leider gerade ein bisschen zu knapp, dass sie nicht reicht. Denn hier hinten brauche ich ein Maß von 34 mm und dieses Brett ist leider nur 32 mm und ist noch nicht abgehobelt, und es muss natürlich auch gerade und rechtwinklig hier wieder montiert werden. Also wenn ich da abrichte und hobel, ist die Leiste somit am Ende zu klein. Ich greife jetzt auf das Standard-Hartholz, was eigentlich fast jeder irgendwie bekommen kann, drauf zurück, und zwar ist es die Eiche. Ich habe hier noch ein großes Stück Eiche stehen, darum steht es hier auch. Ich habe hier ein Kernholz. Warum Kernholz? Weil wir da zum größten Teil stehende Jahresringe haben, und darum habe ich mich für dieses Holz entschieden. Stehende Jahresringe heißt halt, es wird nicht so schwinden, quellen oder sich werfen, dass ich später hier eine schiefe Leiste an der Kreissäge habe und sie vielleicht irgendwo übersteht und wir dann da irgendwo wieder hängen bleiben. Natürlich wäre so ein Vollkunststoffmaterial viel besser, brauchen wir nicht drüber reden, aber das in dieser Art und Weise zu bekommen ist schlecht, und das auch zu verarbeiten und anzupassen ist schlecht. Natürlich kann ich mir diese Leiste fertig bei Altendorf bestellen und dann kriege ich sie auch. Aber warum sollte man das machen, wenn man in der Lage ist, selbst so eine Leiste zu backen? Was müssen wir machen? Wir müssen sie einfach nur abschrauben. Sie ist geschraubt, an dem ganzen Maschinenkörper hier durchgeschraubt. Das schrauben wir gleich also ab. Nach dem groben Zuschnitt der Eiche werden wir dies hier lösen, haben dann also auch automatisch schon die Bohrschablone. Wir müssen es ja bloß aufeinander legen und neu anzeichnen und durchbohren. Somit haben wir dann auch schon unsere Originalteile gleich als Muster. So werde ich es machen. Einfach mal planen. Die alten werde ich natürlich nicht wegschmeißen, wenn das Ganze natürlich nichts wird. Weil da müsste ich ja Wirt werden. Oder wie sagt man so? Wenn nichts wird, wird, wird oder so, dann muss ich sie wieder dran schrauben. Ja? Oder wenn ich doch merke, dass die Eiche dafür nicht geeignet ist, dann muss ich ja auch mal überlegen, man hat ja nicht immer nur trockenes Holz, was man schneidet. Das heißt, wenn ich auch mal nasses Holz schneide, sollte die Eiche natürlich auch Feuchtigkeit aufnehmen, das wird sie wohl machen, und dann mal gucken, wie sie quellt oder wie sie schwindet, was dann passiert. Nicht, dass sich diese angesetzten Leisten dann kneifen. Glaube ich weniger, weil ich eigentlich wenig nasses Holz schneide, aber es gibt halt Hölzer, die nass sind. Bangossi wäre zum Beispiel so ein Holz, was auch feucht geschnitten wird, weil es dann sich besser schneiden lässt, bevor es trocken ist. Aber gut, das sollte eigentlich klappen und funktionieren. Die Werkstatt ist in der Regel ja auch geheizt bei mir, und es sollte jetzt nicht so ein Wärmeunterschied hier entstehen, dass es nicht geht. Wo muss man sowas noch machen? An welchen Maschinen? Die Bandsäge ist dafür auch so eine Maschine, die vorne so eine runde Einlegescheibe hat, die auch nur gewissen Maß ausfransen darf und gegebenenfalls dann auch ausgetauscht werden muss. Entweder bestellt man sich ein Originalteil vom Hersteller oder macht sich halt selber eine neue Einlage. Das sind einfach Verschleißteile, wie auch bei der Bandsäge mit dem ziehenden Zahn nach unten, werden ja Holzstücke und Splitter nach unten gezogen, und die sind dann auch auf Dauer dann halt so, dass sie diese Einlege-Plastik-Kunststoffteile irgendwann kaputt machen. Genauso wie an der Kreissäge, da ist es jetzt bei mir halt auch so weit, dass ich sage, ich möchte sie jetzt austauschen, um wieder einen besseren, sicheren Umgang mit der Kreissäge einfach gewährleisten zu können. Und natürlich auch wieder ein Stück Sicherheit für mich. Ja, ich trinke hier meinen selbstgemachten Ingwer-Pfefferminztee aus. Werde dann grob
grob erstmal mir die Bohle zurechtschneiden in Streifen, so dass es hier passt. Werde sie dann hobeln, werde sie auf Länge schneiden und wenn wir das dann haben, werden wir anfangen, die alten Leisten abzuschrauben und dann mal die neuen Leisten zu bohren und wieder zu montieren. Ich bin gespannt, wie das läuft. Mal gucken, ob ich mir vielleicht neue Schrauben besorge, wo ich von ausgehe. Hier sind nämlich noch alte, ich zeige es euch mal, Schrauben drin, die sich bestimmt irgendwann auch nicht mehr lösen lassen. Ich bin gespannt, ob ich die überhaupt lose kriege. Weil das ist auch nicht ganz so einfach, sitzt ja auch schon wirklich länger. Oh. Ja, Leute, das Projekt wird nicht ganz einfach. Also, die Schrauben sind schon richtig fest gebombt. Sie sitzen ja auch wahrscheinlich schon so lange dran, wie die Säge alt ist, weil so wie die aussehen, die Leisten, hier ist sogar noch original grüne Farbe dran. Hier, da ist sogar noch original grüne Farbe dran. Früher wurde sogar in den Maschinen direkt Holz verarbeitet. Hier ist nämlich auch Holz. Da, wo diese Verkleidung drauf ist, ist auch Holz drauf gesetzt. Und auch vorne ist alles original, sage ich. Ist auch noch Holz verbaut. Ich zeige es euch. Mal den Schiebeschlitten rüber schieben. Da ist es. Hier ist auch noch Holz in der Maschine. Das hier ist auch Holz. Hier sind also auf das Eisen-Stahlgerüst noch Holz drauf montiert worden. Einfach, wenn irgendwie Abschleifsituationen entstehen oder so, nicht gleich auf Metall geschliffen wird. Ja, aber wie es aussieht, werden die Schrauben richtig bombastisch fest. Ja Leute, da kann man es überlegen. Da werde ich mir dann wohl neue Schrauben besorgen müssen. Oder auch, ich weiß nicht, ob das Spezialschrauben sind. Man weiß ja auch nie mit Gewindegröße und so weiter, ob man das lose kriegt. Vielleicht werde ich mir Schrauben holen, wo wir dann einen Sechskantkopf haben. Wo man dann auch mit einem größeren Schlüssel, weil so mit normalen Schraubendreher ist das auch immer richtig schwierig. Mal gucken, ob ich die lose kriege. Aber das soll mich jetzt vom Projekt nicht abhalten. Ich schneide erstmal grob alles zurecht und werde es dann aushobeln. Ich werde mir erstmal die Maße jetzt nehmen, wie ich denn hier gerne hätte am Tisch. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir da so landen. Auch sowas muss man machen. Ist auch immer bestimmt ein gutes Projekt, um mal seine alte Maschine wieder ein bisschen was Gutes zu tun, muss man ja sagen. Dieses Stück kann ich eigentlich so übernehmen von der Breite. Das ist jetzt 33 bis vorne hin, auch 33. Damit liege ich dann richtig schön fest am Schiebeschlitten an und habe also so unnötig Löcher oder einen breiten Schlitz, wo irgendwas reinfallen könnte. Also nehmen wir da mal 33, schneiden wir das hier mal auf. So, vorne 33 mm. So, das Mittelstück muss natürlich auch mit dem Sägeblatt passen. Und ich werde mir für das Mittelstück auch mehrere Breiten machen, später aber im Nachhinein, weil ich an dieser Kreissäge auch andere, ich kann da also auch dickere Fräser benutzen. Ich könnte Nutfräser zum Beispiel einsetzen, eine Nutfräsplatte, sowas hier, ich zeig's euch. Komme ich da jetzt so dran? Ja. Sowas hier, eine Nutfräsplatte, die ist natürlich deutlich dicker, die ist jetzt hier abgerundet, aber die gibt es auch in eckig. Zum Beispiel, wenn ich dann Fingerzinken schneiden möchte. Ja? Ich habe schon ein breites Sägeblatt von 5 mm, da würde sowas aber nicht drauf gehen, das ist eine Scheibe von 8 mm, die darf da drauf, also die darf auch so rotieren, bloß dafür ist dieses Stück Holz, was dahinter ist, wieder zu dick. Also ich komme da nicht ganz dran. Auch dafür kann man diese Teile an solchen Maschinen austauschen. Ich habe hinten an der Welle auch noch Ausgleichsstücke. Also ich kann die sogar abnehmen, wie bei der Tischfräse. Da sind mehrere Ausgleichsringe dran. Also somit auch, dass ich das sogar machen kann an dieser Säge. Gut, dann wollen wir mal sehen. Ich werde dann mal meine Stücke vermessen und schauen, was ich da so hinkriege. So. Also vorne habe ich ja gesagt, also das vordere Stück 33. Jetzt gucke ich mal nach dem mittleren. Das ist ja nun nicht so kaputt und liegt ja auch noch gut an hier. Was heißt nicht so kaputt?
hinten zumindest von der Stärke sind wir hier auf 25 und hier, wo das Loch reingefressen ist, seht ihr, sind wir nur noch auf, ja, 21. Also das ist wirklich schon ziemlich, ziemlich weggefetzt, muss man sagen, und kaputt gebraucht, so dass wir da unbedingt was Neues machen müssen. Das heißt, hinten haben wir 26 mm. Also Mitte 26 mm. Hinten wollte ich ja wieder breiter werden, einfach um diesen Abstand zum Schiebeschlitten auch zu verringern. Da bin ich dann wie bei dem vorderen Stück bei 33 mm. Also auch hinten 33 mm. Okay, das haben wir schon mal. Die Leiste ist auch nicht durchgehend gleich dick. Also hier, dieses meine ich jetzt, gleichmäßig, nicht überall dasselbe Maß. Wir haben also hier ein Maß von 38. Und hier, was haben wir hier in dem mittleren Stück? Nee, gar nicht wahr, das ist genauso, das ist hinten bloß nochmal gefälzt, ist eingefälzt, da ist ein Falz drin, sehe ich gerade. Okay, dann wird das wohl auch so dick sein. 39 und vorne ist es dann sicherlich auch 39. Gut, das wissen wir dann schon mal. Hier wahrscheinlich, nee, hier ist es auch weniger, hier ist es weniger, achso, hat auch einen Falz, gut. Okay, hier ist also auch ein Falz, oder täuscht das nur? Gut, wisst ihr was, ich schneide das grob zurecht, ich schneide mir jetzt grob die Hölzer zurecht, werde dann, wenn ich sie grob zurechtgeschnitten habe, kann ich ja auch die abmontieren hier, kann mir dann das genaue Maß holen und werde sie dann halt auf Dicke oder Stärke hobeln, dann brauche ich ja nicht mehr an die Kreissäge. Wie gesagt, ich muss jetzt nur am Anfang mir halt die Stücke schneiden. Jetzt werde ich mir erstmal das Sägeblatt hier abschrauben, um einfach ein bisschen Platz zu kriegen. Meine drei Hölzer habe ich hier liegen, sind also fix und fertig ausgehobelt. Dann müssen wir die halt noch auf Länge schneiden, die Löcher bohren und dann montieren, wenn alles klappt, gegebenenfalls halt anpassen. Jetzt nehme ich mir erstmal das Sägeblatt weg und den Spaltteil ab, dass ich da halt ein wirklich so. So, da kommen dann schon die ersten Dinge zum Vorschein. Alles eben zur Seite legen. Wo habe ich denn meinen? Also hier könnt ihr es jetzt so sehen. Also wird das Ganze erstmal hier mit zwei Hauptschrauben gehalten. Dann hier haben wir 1, 2, 3 Schrauben, die das Ganze halten. Hier ist eine Einkerbung nötig für die Welle nachher, die sicherlich beim Hochdrehen dann halt auch da reindreht. Ja. Der Motor geht also so hoch, so kommt er hier hoch und schiebt dann also hier in die Rundung rein. Das sind gerade die beiden Ausgleichsdinge, die ich meinte. Also kann ich auch auf dieser Welle breitere Werkstücke draufpacken, also Schneidwerkzeuge, um halt
mit breiteren arbeiten zu können. So, dann noch den Spaltkeil ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mein Schlüssel dafür gelassen habe. Den würde ich erstmal suchen. Der kann eigentlich nicht weit sein. Aber ihr kennt das. Irgendwas muss man immer suchen. Spaltkeil ist ab. Jetzt können wir sehen, dass wir das Holzlose kriegen. Ich habe es aber vorhin ja schon versucht, mit einem großen Schraubendreher zu lösen, aber das wird wohl nichts werden. Daher muss ich schon etwas anderes Werkzeug benutzen. Wo ist mein Schraubendreher da? Um das lösen zu können, weil das doch ziemlich fest sitzt. Die Schmuttern kann ich auf der anderen Seite fühlen. Die kriege ich aber dann nicht lose. Die sind alle ziemlich fest. Da werde ich mir jetzt so ein Schlagwerkzeug nehmen. Hier ist es, um das Ganze zu lösen. Sowas hier. Ein Schlagwerkzeug. Das heißt, ich habe eine drehende Bewegung, die dafür sorgt, dass wir wie so ein Bohrhammer, also wir üben Schlag aus, eine Dreh- und Schlagbewegung. Ich habe mir hier mal ein Bit besorgt, der etwas breiter ist. Das heißt, man packt ihn jetzt hier rein, er packt und dieses Gerät, da haue ich jetzt hinten mit dem Hammer drauf. Wenn ich da mit dem Hammer drauf haue, macht es eine Drehbewegung nach links. Also es sollte dann das Ganze lösen. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, um die Schraube loszukriegen. Okay, da tut sich was. Ja. Ja, das sieht gut aus. Mal gucken. Ja. Sehr gut. Die habe ich damit schon mal lose kriegen können. Was nicht heißt, dass es auf den anderen Schrauben auch so gut geht. Da sind sie schon. Wie ihr seht, und die Schrauben natürlich ziemlich ab. Ja. So, eine. Die zweite, was ist mit dir? Die Schraubendose. Gucken, ob es damit auch so schön klappt. Ich habe die vorher ein bisschen mit Öl eingesprüht. Also mit so einem Rostlöser. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, hier kommt, hier kommt, hier kommt. Ja. Also auch dieses Stück kriegen wir lose. Sehr gut. Ja, da haben wir es. Das erste Stück. So sieht's aus. Das ist es. Von hinten hat es. Ja, riecht ziemlich ölig. Und ist hier ganz einfach auf den Metallkörper geschraubt worden hier. Den muss ich natürlich vorher ein bisschen sauber machen, dass da also jetzt kein Dreck mehr dran sitzt. Und dann muss ich natürlich nach diesen Löchern mir meine neuen Löcher bohren. Ich nehme dafür mein Ziehblech. Wirklich diesen Übergang sauber zu kriegen. Ja, das sieht gut aus. Gut. Und jetzt müsste mein neues Stück Holz ungefähr dieselben Maße haben, die ich gemessen habe. Das passt genau, das ist gut. Und die Breite ist natürlich ein bisschen breiter, weil das ist ja nun das, was ich damit erreichen wollte, dass ich den Abstand verringere. Auch das passt. Also kann ich mir jetzt anhand dieses Stückes und den Mustern die Löcher bohren. Und dann kann das hier, da muss ich ein bisschen was wegnehmen von dem Gummi. Aber dann sollte das von der Breite wieder passen wie das Original. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann wollen wir auch mal hoffen, dass wir das so hinkriegen.
So soll es dann gehen. Habe ich irgendwas vergessen, bevor ich das so mache? Wie ist das mit der Kappe? Die greift ja jetzt hier rein. Stört das irgendwie? Kommt da irgendwo rein? Ne, das passt auch. Okay. Gut, dann kann ich also hier jetzt rechtwinklig abschneiden. Das mache ich mit der Kappsäge. Das auf Maß bringen und dann habe ich hier ja meine Lochvorgaben. Hier habe ich ja meine Löcher, die kann ich dann übertragen auf das neue Stück Holz. Und dann müsste ich es eigentlich so wieder dran schrauben können, wenn alles passt. Müsste das dann so gehen. Okay. Ja, perfekt. Das passt. Gut. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir die anderen Leisten auch lose kriegen. Und das, ob das da auch so gut mitläuft. An der mittleren muss ich ja dann noch diese Auskerbung machen. Da nehme ich nochmal gleich das Ding zur Hand. Dann nehme ich also dann gleich mal wieder dieses Schlagwerkzeug. Also wieder ansetzen. Ja, es löst sich schon. Das ist ein geiles Ding. Das ist also wie so ein Schlaghammer, möchte ich sagen, wie so ein... Ja, hier. Ja, auch hier tut sich was. Ja, die scheint auch lose zu sein. Gucken wir da nochmal. Ja, auch da tut sich was. Mal gucken. Hier ist lose. Kann ich mit der Hand drehen. Hier ist noch nicht lose. Und hier auch noch nicht so ganz. Gut, da kriegt er noch ein bisschen was. Ich glaube, das mit dem richtigen Hammer ein bisschen besser. Nehmen wir einen anderen Hammer. Ein bisschen Druck ausüben zu können und mit ein bisschen kräftiger. Gewusst. Oh. Boah. Das wird ein schwieriger Kandidat. Und der da hinten, was mit dem? Da tut sich was. Der kommt, die kommt, aber die hier, die macht mir echt Sorgen. Also ihr könnt schon sehen, wenn sowas alles ein bisschen älter und länger fest sitzt. Die hier kommt, aber auch nur mit diesem Schlaggerät lösen die sich. So. Oh. Die lösen sich, aber die werde ich da wohl alle so mit dem Ding da rauskloppen müssen. Und dann doch hin und... neue Schrauben besorgen. Oh. Also diese hier geht. Die ist raus. Ganz normale. Die sind natürlich, sitzen die bloß dieses Stück im Maschinentisch. Und das hintere hängt natürlich in dem Holz. So, dann komm mal her. Also sie dreht sich. Die löst sich auch. Aber das ist so fest, dass ich sie mit Hand nicht lose kriege. Nee. Das muss ich so weitermachen.
Jetzt so ein bisschen kommt sie jetzt. Ich stelle euch da mal ein bisschen rüber. Also die ist echt hartnäckig. Oh, jetzt kommt sie. Jetzt hat sie verspielt. So. Nummer 1, die mich gequält hat, aber ja, die ist auch total verrostet, seht ihr das? Nur noch das Gewinde, was da vorne reingreift, sieht gut aus. Die dahinter ist auch lose. Oh. Kriegst du aber auch noch nicht. Gut, dann nochmal mit meinem Experten hier. Löst sich, aber nicht so. Ich muss einmal auf die Seite. So ein bisschen Quälerei. Wie gesagt. Ah, sie kommt. Jetzt lässt sie sich auch von Hand drehen. Gut. So. Die hat auch verspielt. So. Also meine zweite Leiste mit dem Loch hier ist auch ab. Also kann es weitergehen. Ich habe also die ganzen Hölzer abgenommen. Wie ihr hier seht, also ich meine, die Maschine ist jetzt nackt in der Hinsicht. Hier sind also jetzt meine drei Hölzer, die ich da demontiert habe und jetzt wieder neu machen kann. Also das ist unser Mittelstück hier, wo der Motor, also die Welle, dann noch ein bisschen Luft kriegt. Dann das hintere Teil und das vordere Teil habe ich also gut abbauen können und jetzt habe ich also hier auch automatisch meine Vorlagen für die Löcher und kann dementsprechend jetzt meine neuen Hölzer bohren. Das werde ich auch gleich tun. Hier werde ich dann noch einmal hier das rausfräsen müssen. Da werde ich das wahrscheinlich als Frässchablone nutzen und an der Oberfräse oder mit der Fräse einmal dann lang fräsen, damit ich wirklich, wirklich das hier auch wieder so habe, wie es hier ist. Fange ich mit dem hinteren Teil an. Da werde ich jetzt also erstmal meine Löcher für bohren, also wie wir hier sie auch im Original noch haben. Habe mir vorhin neue Schrauben geholt, weil diese hier echt kaputt sind und auch vom drauf rumschlagen mit diesem ist hier zum Teil auch wirklich die Schraube kaputt gebrochen. Da könnt ihr es sehen, da ist sie durch. Habe mir jetzt aber neue gekauft, nicht mehr diese Schlitzschrauben, sondern halt mit Sechskant innenliegend und habe dann nachher also auch später etwas leichter das Ganze zu entfernen oder wenn man es nochmal abschrauben muss, ändern muss, geht das Ganze dann etwas leichter und besser. Ja, ich bohre dann mal eben ganz schnell die Stücke zurecht, schneide mir die auf der Kappsäge rechtwinklig und wenn ich das dann alles gemacht habe, geht es dann hier schon weiter und dann können wir vielleicht das erste Stück schon wieder montieren und bin gespannt, wie das dann passt. So, mein erstes Stück habe ich gebohrt mit Löchern drin und jetzt wollen wir mal gucken, ob das so passt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe ja mir jetzt neue Schrauben geholt hier, damit ich sie auch besser wieder rausgedreht kriege. Wollen wir mal gucken, ob der Lochabstand nach dem alten Muster auch passt. Das passt schon mal. Da auch. Warum sollte es auch nicht passen? Ist ja eigentlich hinter die Löcher vom Original. Die Schrauben ziehen gut, das ist schon mal gut. So. Fläche muss ich hier ein bisschen anpassen hier. Gut, das geht noch.
So, das erste Stück wäre also wieder dran gemacht, montiert. Und jetzt mal gucken, wie das mit dem Schiebeschlitten ist und Luft, dass überhaupt aneinander vorbeiläuft. Jo, das geht auch. Ups. Das passt auch. Jo, bis nach hinten durch, kein Problem, was ist da gerade rausgefallen. So, das passt. Das ist sehr gut. Also jetzt habe ich das erste Stück schon mal wieder montiert, um hier wieder mein Loch dicht zu kriegen. Und wenn ich gucke, mit dem Schiebeschlitten ist fast keine Luft mehr, wo jetzt irgendwas durchfallen kann. Es läuft jetzt wirklich knapp, wirklich dicht an dicht, da schön am Schlitten vorbei. Und das ist doch schon mal gut. Ja, erstes Stück ist wieder montiert. Hier muss ich die Ecke noch ein bisschen anpassen, das mache ich dann. Aber das erste Stück ist wieder dran und wir haben wieder etwas fertig. Jetzt gucke ich da vorne, das Mittelstück muss ich fräsen, habt ihr ja gesehen. Da muss halt diese Nut raus und dieses Loch. Da ich das nicht einfach nur so eben rausfressen will, werde ich das dementsprechend natürlich ausfräsen, werde das also als Schablone nehmen und hier einmal mit dem Fräser dran lang gehen, dass ich eine saubere Fräsung habe. Das nehme ich noch mal kurz ab, da schneide ich noch mal ein Stückchen kürzer. Ich sehe gerade, die eine Ecke ist nämlich nicht ganz rechtwinklig geschnitten, aber es kann auch sein, dass es an dem Holz liegt. Da ist ein kleines Loch, das möchte ich natürlich nicht haben. Da ist nicht ganz rechtwinklig. Das nehme ich noch mal ab und schneide noch einmal der Kappsäge ein ganz bisschen ab. So, das nervt mich ja dann, aber da fehlt eine ganz, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da seht ihr, der Schnitt ist nicht ganz sauber. Ne, könnt ihr nicht sehen. Aber ich habe es gesehen und das stört mich. Und dann schneide ich noch einmal ganz kurz an der Kappsäge ab. So, zweite Leiste ist auch fertig. Da ist sie. Und ich will mal gucken, ob ich sie jetzt da drunter kriege. Ich habe das hier ausgeschnitten und ein bisschen mit dem Bandschleifer, ich hätte hier noch ein bisschen schleifen können, ausgeschliffen. Und jetzt will ich mal gucken, ob meine Löcher hier passen. Also von daher könnte es passen, zumindest sichtlich. Da auch, mal gucken, ob es auch wirklich so passt, wenn ich mir das vorstelle, auch hier bei dem Übergang, das passt schon mal, da passt es auch, hier habe ich einen sauberen Übergang, ich zeige es euch gleich. Dann ist natürlich die Frage, passt das Ganze auch, wenn das Sägeblatt montiert ist. Ihr kippt die Leiste schon ein bisschen. Aber jetzt holt er sie ran. Okay. Hier ein bisschen Konflikt mit der anderen Leiste. Ganz bisschen. Jetzt nicht mehr, nur gut. Ganz kleine Schläge auf den Hinterkopf. Hier steht sie jetzt noch ein ganzes Stück über. Ja, ein bisschen, so gar nicht, so eine ganze Menge sogar. Und hier, wenn ich sie jetzt hier festdrehe. Hier ist auch gut. So, hier ist gut, aber hier steht so ein bisschen über. Ihr könnt es leider nicht sehen. Also hier hinten, seht ihr, da ist gut. Da steht es noch über. Hier wird es wieder gut. Ja. Also in der Mitte steht sie noch ein bisschen hoch. Das zeichne ich mir eben an und da werde ich mal eben ein bisschen schleifen, würde ich sagen. Weil so sitzt die sonst optimal gut. Die hat bloß eine kleine Beule. Da nehme ich dann einfach noch ein bisschen was weg mit dem Bandschleifer.
und schleife den dann ein bisschen passend an. Ich guck mal, ob der Motor, wo sind denn meine beiden Scheiben, ob das auch passt. Lalalala, wo habe ich sie gelassen? Meine beiden Füllscheiben, die da reinkommen. Das sind ja die, die am Ende wirklich den Platz da brauchen. Na, Herr Hoffmann, wo haben wir die gelassen? Ja, die muss ich jetzt suchen. Wer weiß, wo ich die wieder, oder sind die reingefallen? Auch nicht. So, auch die zweite Leiste ist dran. Ich habe sie jetzt angepasst. Passt jetzt perfekt zum Tisch der Maschine. Schön festgedreht mit vernünftigen Schrauben, so dass ich sie jederzeit ablösen. Auch die Ausbuchtung passt mit der Welle. Schleift nicht, läuft alles frei. Nicht, dass es da mal zur Brandgefahr kommt. Wenn es da natürlich die ganze Zeit schleift, dass es da nicht zu irgendwelchen ja, Hitzeentstehungen kommt, die nachher irgendwie was in Brand setzen. Jetzt setze ich schon mal das Sägeblatt wieder drauf und mache das wieder fest, weil dann kann ich gleich nach vorne für das nächste Stück schon mal rauskriegen, wie weit das Ganze muss und ob das Ganze auch wirklich passt. Auch das Sägeblatt läuft frei. Dass das da nachher irgendwie festgequetscht wird. Ich muss hier gerade das alles ein bisschen verstellen. Das läuft auch frei, hängt nirgendwo, hat auch da sicherlich etwas Spiel, aber auch nicht so viel, dass man sagt, das ist zu viel. Weil wenn dann doch mal ein breiteres Sägeblatt drauf muss, wie zum Beispiel mein 5 mm Blatt, ihr kennt es, dann soll auch das natürlich vernünftig laufen. Und bis jetzt bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich da gebastelt habe. Jetzt wollen wir den Spaltteil noch wieder montieren. Wenn der auch noch vernünftig läuft und keinen Ärger macht, dann ist alles top. So, wo habe ich meinen Imbus gelassen? Halt, passt der auch? Kann ich den hier auch nennen? Nee, klein. Da ist er. Ich kann aber auch den anderen nehmen. Diesen hier. So, dann haben wir das auch schon wieder. Ja, auch das sieht gut aus. Der hat Platz. Ja, top. Top, die Wette quillt. Also bis dahin Säge wieder vernünftig rekonstruiert. Ja. Sehr gut. Jetzt kann ich das vordere Stück machen. Das ist nochmal einer mit der wichtigsten Stücke. Und wir müssen natürlich dran denken, wir haben auch hier jetzt zwar ein größeres Loch, aber nicht mehr so groß ausgefressen wie vorher. Vorher war ja bis dahin das Loch ziemlich groß kaputt. Hier können auch 400er Blätter drauf. Darum muss ich das bis dahin halt auch lassen. Ich habe auch 400er Blätter. Ich kann mal eins dran halten. Weil wenn ich das drauf mache, wäre dann das Ganze wieder zu klein von der Aussparung. Wo ist es denn? Da ist mein 400er Blatt. Das mache ich auch wohl mal drauf, wenn es sein muss. Und von daher darf ich da nicht kleiner werden. Guckt, das ist ein 400er Blatt. Ja, da brauche ich schon bis dahin die Ausbuchtung. Also das darf und muss schon so bleiben. Sonst kann ich das nicht mehr drauf machen. Falls jetzt jemand sagt, ja, warum hast du da so weit hier und bist nicht noch weiter ran da. Aber dann passt kein 400er Blatt mehr drauf. Ja? Also ich muss bis dahin, weil das 400er Blatt bis dahin ungefähr läuft. Und jetzt werde ich ab der Leiste wieder ein bisschen breiter, um da halt wieder etwas enger
am Sägeblatt zu sein. Aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wie ihr sehen könnt, sieht es ganz gut aus. Also bis dahin ist es wieder zu. Hier auch eine deutliche Verringerung des Abstands zwischen dem Tisch. Hier passt jetzt kein Zollstock mehr zwischen. Vorher ging das ja an einem durch. Jetzt kann mir da zumindest keine kleine Leiste mehr reinfallen. Und von daher habe ich da schon wieder ein bisschen an, läuft frei durch. Ja, jetzt kann ich vorne das Stück machen. Das habe ich hier noch liegen. Kommt also hier vorne nochmal das Stück angepasst, was hier wieder ein bisschen breiter wird. Und somit halt auch, ich glaube, das könnte ich sogar ein bisschen breiter machen. Es dürfte noch ein bisschen breiter sogar. So wie dies hier fast. Ja, da muss ich ebenso, wie es aussieht, wohl eben Neues machen. Also auch hier dürfte es ein bisschen breiter sein, so wie hinten. Könnt ihr sehen, damit wirklich der Anschlag, der Tisch, wirklich fast kein Spiel mehr hat. Ja? Ja, das wäre natürlich top. Dann alleine schon darum, dass mit da nichts irgendwie reinfliegt oder so. Das wäre gut. Zum Vergleich der alten Leiste. Ich habe sie auch falsch gehalten. Ich hammel. So muss sie rein. Die ist ja gar nicht so breit wie die da hinten. Und dann passt das auch wieder. Muss ich natürlich eben vernünftig auf Länge schneiden. Also kommt hier jetzt noch eben die andere Leiste. Ich habe sie gerade falsch reingehalten. Also so muss sie rein. Wenn ich die auf Länge schneide, passt sie hier dann auch wieder rein. Habe ich wirklich nur hier diesen kleinen Spalt. Der muss so lang sein. Wegen dem 400er Blatt. Nochmal, sonst könnte ich das hier ja auch da abschneiden. Da, so. So, dann hätte ich natürlich noch ein kleineres Loch, wenn ihr mich versteht. Also von da vorne gesehen. Aber das geht nicht, sonst kriege ich keine 400er Blätter mehr drauf. Darum muss ich diesen alten Zustand übernehmen. Und da ich in der Tat auch 400er Blätter habe, die ich gelegentlich mal drauf packe, wenn ich große Bohlen schneide oder Balken schneiden möchte, muss ich das so lassen. Ja, gut, dann kann das letzte Stück eingesetzt werden, Löcher gebohrt werden und dann ist diese Geschichte an der Kreissäge auch erledigt. Wie sah es vorher aus? Natürlich so, ihr könnt es sehen, ziemlich zerfressen hier am Anfang. Das wird also dann Geschichte sein. Alles, was jetzt hier fehlt an dem Stück, ist dann wieder vorhanden. Ja? Also da fehlt eine ganze Menge, wenn ihr euch das mal anguckt, was da schon weggekaut worden ist. Auch vom 400er Blatt natürlich, was natürlich länger ist. Aber wir haben wieder ein bisschen Unfallrisiko minimieren können durch Erneuerung der Hölzer. Und wir haben jetzt da einen schönen, engen, anliegenden Spalt am Schiebeschlitten. Hier am Ende dann auch. Und was wollen wir mehr? Das ist doch gut. Perfekt. Ja, dann wollen wir mal das Ganze auch anpassen. Dann sind wir eigentlich auch damit schon wieder durch. Ja, ein bisschen Maschinenpflege, Pflege auch zur Sicherheit für euch. Solltet ihr immer dran denken. Ich habe also komplett neue Schrauben genommen. Die alten Schrauben sind raus. Das Ganze lässt sich dann leichtgängiger lösen, wenn ich dann doch mal ein anderes Werkzeug drauf machen möchte, was man in der Regel nicht macht. Aber auch wegen dem 400er Blatt muss das schon so sein. Ja, perfekt. Dann werden wir jetzt hier. Und wenn es dann doch irgendwo schleifen sollte, das schleift sich ja auch ab nachher. Aber bis jetzt, das ist nur hier hinten so ein bisschen der Tisch. Ja, was will ich mehr? Läuft, läuft, läuft. Jetzt kommt das vordere Stück noch. Und dann habe ich das, was ich für heute machen wollte, eigentlich auch erledigt. Sehr schön. Gut. Vorne hatte ich auch 33, Mitte 26, das war das schmale Stück und dann wieder hier hinten das andere. Ja, dann setzen wir das da mal ein.
So, auch fertig. Ja, was soll ich sagen? Meine Leiste ist fertig. Ich habe also die Leiste an meiner Kreissäge, die sicherheitstechnisch so langsam ausgefranst war und dafür gesorgt hat, dass auch kleine Stücke in den Spanraum gezogen werden, so ein bisschen minimiert. Und ich selber bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, habe wieder dafür gesorgt, dass ich auch dünne Leisten wieder schneiden kann, ohne dass die mir hinten reinfallen. Ich zeige es euch gleich und dann werde ich das Ganze noch ein bisschen aufräumen. Dann werde ich das Ganze natürlich wachsen. Ich glaube, ich nehme das vom Philipp Konter, diese Dose Bienenwachs, was ich da habe, um das Ganze ein bisschen zu schützen. Wenn es dann doch irgendwo schleifen sollte, haken sollte, dann schleift sich das, glaube ich, auch. Aber der Tisch läuft frei, ist alles gut. Was soll sein? Ja. Das ist gut. Ich habe zumindest jetzt wieder einen vernünftigen Abstand zum Schiebetisch. Ich zeige es euch und bin also somit auch in der Hand zufrieden mit dem, was wir hier gemacht haben. Und zwar so sieht es jetzt aus. Ihr seht, wir haben jetzt wirklich nur noch einen geringen Spalt bis fast gar nicht mehr hier am Schiebetisch. Dann hier, wo das Sägeblatt ist, das läuft frei. Hier haben wir natürlich ein bisschen Luft. Das geht ja nicht anders. Aber auch auf der Seite sehr gering am Sägeblatt. Und dann hinterm Sägeblatt hier weiter auch sehr dünn anliegend am Schiebeschlitten. Und hier wird es natürlich wieder ein bisschen breiter. Wie gesagt, wenn ein 400er Blatt hier drauf kommt, komme ich ja auch weiter nach da. Demzufolge kommt der Spaltkeil natürlich auch weiter zurück. Ich muss den ja auch weiter rüberschieben. Und darum wird wohl dieses Maß alleine schon vom Hersteller so sein, dass man da ein 400er Blatt drauf packen kann. Ich habe ja an der Länge nichts geändert. Ihr habt es ja gesehen, kann man auch gar nicht. Alleine die Schrauben geben da schon die Länge vor, so dass man da sich so an die Längenverhältnisse halten muss. Ja? Also hier sieht man es nochmal. Wir haben da eine Schraube. Hätte jetzt zwar hier, hätte ich nicht weiter hergekommen, weil dann hätte ich diese Schraube verloren, die also das Mittelteil festhält, dann haben wir hier eine in der Mitte, eine hier und die letzten beiden hier. Also die Maße auch davon waren also auch vom Hersteller schon ziemlich genau festgelegt und somit hätte ich da nicht viel machen können. Ja, ich bin froh, ist wieder ein Stück Sicherheit mehr. Hinten fast kein Spalt mehr zum Schiebeschlitten, vorne fast kein Spalt mehr zum Schiebeschlitten, so kann mir da nichts reinfallen. Schiebeschlitten läuft, wunderbar. Und wir haben auch wieder ein Hartholz eingearbeitet und von daher ist das alles gut. Jetzt kommt noch ein bisschen Wachs drauf und die Sache ist erledigt. Ja, was bei mir drei Leisten sind, sind bei euch vielleicht diese Einlegeplättchen. Wie gesagt, bei eurer kleinen Format- oder Kreissäge gibt es hier auch, wo man diese Bleche einlegt, mit vier Schrauben festlegt. Auch das, wenn das zu sehr ausgeschlagen ist, zu sehr ausgeschnitten ist, kaputt geschnitten ist durch runterreißende Stücke oder so, müsst ihr das natürlich auch dementsprechend mal austauschen und einfach da ein bisschen an eure Sicherheit denken. Umso größer das Loch bei vielen Kreissägen, sieht man das halt vorne, da wo die Zähne sind, das ringsherum wirklich ein großes Loch ist. Und ihr könnt schon sehen, auch an meinem Schiebeschlitten waren ja einige Löcher drin, dass manchmal so viel Gewalt ist, dass auch selbst ein Alutisch halt Schaden davon nimmt. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man drei so Hölzer hat, die man halt dann austauschen kann. Und somit, ja, wieder ein bisschen was für die Sicherheit tut. Ja, was soll ich sagen? Das Video ist hiermit eigentlich zu Ende. Ich werde es jetzt nochmal ein bisschen schön wachsen. Ich werde die Kreissäge natürlich ein bisschen pflegen, hinten noch ein bisschen die Fettnippel schmieren, wenn ich gerade schon dabei bin. Dann habe ich das auch erledigt. Den Spaltkeil nochmal sauber einstellen. Habe ich jetzt gerade nur so rucki-zucki im Schnell, ob der wirklich an der Leiste vorbeiläuft. Rauf und runter drehen sollte jetzt auch klappen. Ja, das funktioniert ohne Probleme. Perfekt. Ja.
bisschen Öl dran und die Sache ist erledigt. Und ich glaube, mit den Schrauben sieht das alles schön vernünftig aus. Ich kann sie locker rein und raus schrauben, wenn was ist. Und schon das Ganze auch erledigt. Jetzt gucke ich ganz schnell nach dem Wachs. Kann ich das Ganze schnell einwachsen. So, wo habe ich es gelassen? Probieren wir einfach das mal von Philipp, das reicht ja. Die Leisten kriegen ja immer ein bisschen Pflege, auch mit dem Glättemittel und so, die sind ja immer ein bisschen geschützt und gut ist. Ja, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich aus meiner Werkstatt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir bei diesem kleinen Projekt, möchte ich sagen, Projekt ist es ja gar nicht, eigentlich mehr so eine Sicherheitsmaßnahme für euch in der Werkstatt oder ob ihr es zur Maschinenpflege packen wollt, müsst ihr selbst entscheiden, aber auch sowas muss gemacht werden. Die alten Leisten werde ich nicht wegschmeißen, immer noch mal als Muster zu behalten, gegebenenfalls, wenn hier doch irgendwas nicht klappt, wie ich das meine, weil es Echtholz ist, es doch ein bisschen arbeitet, es sich nachher aufwirft und über den Maschinentisch übersteht, dann kann ich sie gegebenenfalls wieder austauschen und habe somit keinen Verlust gehabt, kann nur was dazu gewonnen haben, einmal den Aspekt des Lernens. Ich habe die Maschine wieder ein bisschen kennengelernt und weiß jetzt, wie die Sachen da fest sind. Und es kann nur besser werden. Was ich noch nicht versucht habe, ob das Ganze mit der Schutzhaube, mit der roten Kappe klappt. Die habe ich noch nicht eingelegt. Aber so habe ich ja eigentlich maschinell nichts geändert. Auch das geht. Auch die Schutzkappe ist weiterhin passend. Scheuert nichts, schleift nichts, alles super. Perfekt. Ja, jetzt ein bisschen Ölwachs drauf und dann ist die Sache erledigt. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, den einen oder anderen hat es gefreut oder konnte mal sehen, wie es funktioniert, sowas auszutauschen, worauf man achten sollte. Denkt also auch an die Maximalgröße an Sägeblatt, was auf eure Säge darf. Macht das Loch also nicht zu klein auf das Sägeblatt, was jetzt gerade drauf ist. Darum habe ich hier auch ein bisschen mehr Platz gelassen am Sägeblatt, wenn ich dann mein 5 mm Blatt drauf mache. Ich werde mir auch für das Mittelteil noch ein paar mehrere machen. Ich kann ja, ihr habt ja gesehen, auf die Welle auch breitere Werkstücke packen und dafür müsste ich halt nach innen in die Maschine gehen, also quasi in die Richtung mit der Aufdopplung und nicht in diese, wegen dem Schiebetisch geht das nicht. Aber mit mehreren Hölzern, das ist auch ein Grund mit, warum ich das Ganze gemacht habe, kann ich halt dort jetzt auch mal einen Nutfräser reinsetzen und breitere Nuten schneiden. Ja, was ich machen könnte, wäre die jetzige vorhandene Leiste nochmal montieren, einmal durchschneiden und gegebenenfalls könnte ich sie dann halbieren und dann, wenn ich dann doch was Breiteres drauf packe, entfernen. Ja, ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, darum mache ich es jetzt noch nicht. Aber man weiß ja nie, ich habe ja solche Werkzeuge hier im Schrank hängen, bin aber noch nicht drum verlegen gewesen. Aber wer weiß, wenn man neue Möglichkeiten hat, kann man sie auch nutzen. Ich wünsche euch was, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und abschalten nicht vergessen. Tschüss.